Hallo Leute, willkommen zu meinem Let's Play über Paper Mario. Wie ich ja letztens gesagt habe, wenn wir das nochmal machen mit Mr. L, aber diesmal mit Peachy. Und diesmal werden wir uns nicht so doof anstellen. Mein Peach ist ein bisschen Splinker und... Entschuldigung, muss man nicht geblieben. Sie ist ein bisschen agiler als Bowser. Naja, was ich mich jetzt so gerade frage, und da bin ich wohl nicht der Einzige, wer hat eigentlich die Türen hinter ihm verschlossen? Naja, das hast du gut gemacht. Du bist schlau. Ja, ja, das ist peinlich. Ja, wer war denn das? Wer hat mit ihm gesprochen? Aua! Los, bist du in Ordnung? Jemand ist draufgesprungen auf ihn. Wer bist du denn? Ich bin nur ein vielversprechender... Ach, kenn mir das schon. Und ich bat, der meint den Donner aus der Hose. Oh, Peach gesehen. Meister L? Ein cooler Name, ich weiß. Warum? Ja, okay. Niemand kommt jetzt hier in die... Niemand kommt dir jetzt zu Hilfe, du Prinzessin Engard. Warte mal, dann nehmen wir mal... Was will ich denn mit bieten? Ich will Wuffels. Ja. Ja, was willst du tun? Das ist seine Spezialität, immer dieser Sprung. Und das ist das Gute, weil Peach ist unzerstörbar. Vorausgesetzt, man benutzt ihn auch. Und wenn ihr diesen Sprung macht, also versuchen, ihn zu verhindern. Sag mal, Mr. L, kommst du dich eben ein bisschen blöd vor, um immer auf dem Schirm zu springen? Ah, Mist. Er macht aber auch ganz schön Schaden. Nö, her damit. Das kann ich gut gebrauchen. Oh, sieht irgendwie kaputt aus, hä? So, wie war das? Mit keine Hilfe? Die Prinzessin braucht keine Hilfe. Sie hilft sich selbst. Oh, beeindruckend. Ja. Da bleibt mir noch eins zu tun. Ah ja, jetzt ruft er seinen Bruder, ja, sein Roboter, den, mit dem er seinen Bruderkomplex kompensiert. Sag mal, hast du überhaupt einen echten Bruder? Ich hatte auch nie vorgehabt zu spielen. Weltkrankobotte, ja. Hey, von einem ständig entführt. Gleich ist hier Achterbahn. Ja, das ist so geil. Also, er sagt immer auch was anderes. Und leider habe ich das mit Bowser nicht hingekriegt, weil ich da schnell auf Mario gewechselt bin. Oh, 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 nö, 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 nö. Vergiss es, Alter, vergiss es. Einfach, naja, weil sonst hätte die Pause zu sehr einstecken müssen und dann wäre es Game Over gegangen. Weil Meister L ist nicht ohne, wie er gesehen hat. Er hat zwar eine große Klappe, aber er hat auch was drauf. Wer könnte er wohl sein? Peachy? Irgendwie eierst du ein bisschen? Ist das so normal bei dir? Also, Achso, ich habe noch den Schutzschild gehabt. Ja, ich glaube, das war's mit deinem Spielzeug. Tja, du hast die Prinzessin unterschätzt, Dude. Nein, ihr habt Roboter besiegt. Jupp. Für heute lasse ich euch dann wohl mal laufen.
Aber vergiss nicht, das nächste Mal leichte Fortuna für Mr. L. Dieser Mr. L, er kommt mir irgendwie bekannt vor. Hallo, Klubs. Ja. Wir müssen uns zusammenreißen, Raubkadetten. Das reine Herz ist ganz nah. Los, Klub. Wie süß. Okay. Boah. Boah. Mami, Mami. Klubs hast du hierher gebracht. Oh, endlich da. Sag Hallo zu Klubs Mama, Klub. Okay, ich lese es nochmal vor, sonst zerstört die Stimme. Ja, das ist Klubs Mama. Die Königin kommt von Klüppia. Klüppine X. P ist ihr Name. Die Königin ist deine Mutter? Dann bist du... Der Prinz von Klüppia, ein einst mächtigen Königreich. Mein wahrer Name ist... Klüpp Sepanius Klüppinia. Ich hätte es sagen sollen, aber Klüpps muss es geheim halten. Vor langer Zeit wurde Klüpps Mama berichtet, dass der Weltzerstörung bevorstände. Um uns vor dieser Gefahr zu schützen, brauchten wir das reine Herz. Also versteckte Mama das reine Herz in der Boa-Zone, wo niemand es finden konnte. Und so wurde Klüpps vor 1500 Jahren in eine Kältestarre versetzt. Klar. Das war eine lange Zeit, aber das wissen wir ja. Klüpps soll den Helden herbringen, damit er die Welt beschützen kann. Klar. Oh, Klüpps. Der Prinz von Klüppia, Klüpps, hat seine Nachricht von seiner Majestät der Königin. Ich gebe euch das reine Herz in der Hoffnung, dass ihr die Welt rettet. Hier, nehmt es, Klüpps. So, jetzt habt ihr das mit Peach gesehen. Mit Mario brauchen wir es nicht zu zeigen, weil... Ja, weil er sagt nichts. Da sagt er irgendwie was, aber Tibina, was, der kommt irgendwie bekannt vor und ja, es ist mir ein Rätsel, warum Mario keinen Text haben darf. Er ist ja nicht Link. Aber egal. Wir haben das Kapitel geschafft. Puh, Klüpps hat seine Aufgabe erfüllt. So müde, sagte Klüpps. Mit diesen Worten legte sich Klüpps vor die Statue seiner geliebten Mutter. Mama, sagte er, ich habe mein Bestes gegeben. Bist du stolz auf mich? Da schloss Klüpps langsam die Augen. Er war stolz darauf, die Aufgabe, die man ihm auferlegt hatte, gemeistert zu haben. Keine Sorge, er stirbt nicht. Aber wie komisch, ich meine, der hat schon 1500 Jahre geschlafen, also ziemlich so lange, aber er will weiter pennen. Überschlaf, würde ich sagen. Kommt mal alle her, Scherbenversammlung, okay? Es gibt da einen neuen Schergen, den ich euch vorstellen möchte. Sein Name ist Meister L und er wechselt von einem direkten Konkurrenten zu uns, nachdem sein Hirn geprescht wurde. Sonderlich beeindruckend sind diese Scherben ja nun wirklich nicht. Au. Kein Wunder, dass er euch der Hinterperson wurde. Okay? Ihr scheint mir höchstens die Qualität von Nachwuchsscherben zu haben. Nachwuchs, komm mir zu nahe und ich zeig dir, was Hinterperson bedeutet. Wurde unser Meister L nicht auch der Hinterperson? Vielleicht bist also du hier eher der Nachwuchsscherbe, wie? Der Hinterperson, dass ich nicht lache. Ich habe ihn nur ausspioniert, meine Liebe. Nächstes Mal gehört er mir. Das hört sich so falsch an. Er postet sehr gerne. Ist das so typisch für diese Bösenwicht, dass sich über seine eigene Pose schmeißen? Er soll sich schon mal bereithalten. Der Zorn des einzig wahren Meister L wird ihn treffen. Man nennt mich auch Grüner Donner. Aber genug von mir. Ich muss Roboto weiter modifizieren. Let all. Obwohl der Held ins Rot mächtig ist, wird sich ihnen entgegenstellen. Der Mann in Grün wird die Kraft des dunklen Herzens nutzen und allen die Dunkelheit bringen. So steht es in Dunkelpoktos geschrieben.
Langweilt mich doch nicht mit einem blöden Prognostikons-Scheiße. Und dieser Mann in Grün, das ist unser neuer Schergel, dieser Mr. L. Hä? Hey, ich verstehe gar nichts mehr. Genauso sinnvoll wie Pommes mit Schokoladensoße. Folge dich, O'Clock, und halte dich bereit. War das jetzt Natasia oder Knicknix? Knicknix hat eine neue Mission für dich. Okay, es war doch Graf Knicknix. Das verstehe ich schon eher. Wird meine Ehre sein, Graf. O'Clock schwört euch, diesmal kommt mir die Latzhose nicht so einfach davon. Aha. Ganz schön heißblütig, unser lieber Grobklops, nicht wahr? Ich nehme an, man soll das bewundern. Wenn ihr mich nun alle entschuldigen würdet, auch ich mache mich auf den Weg. Die arme kleine Mimi darf also nicht mitmachen? Das nervt langsam! Ich bin nur ungern die Zweiflerin, aber ob O'Clock Erfolg haben wird? Selbst Demetrio, Mimi und Marcel werden vielleicht erfolglos bleiben. Dann wird dieser Held die Reinherzen sammeln und hierher eilen. Er kommt wegen euch, Graf. Er will euch aufhalten. Graf Nicholas garantiert dir, alles läuft nach Plan. Schon komisch. Niemand schätzt das Universum so, wie ihr es tatet. Und trotzdem ist es nun an euch, es zu zerstören. Genug, Natasia. Könnte ich nur... Was wäre dann geschehen? Wenn ich doch nur an ihrer Stelle, also wäre anders gewesen. Niemand kann sie ersetzen, auch du nicht, Natasia. Ja, es tut mir sehr leid. Das ist mir so rausgerutscht. Sie ist fort. Fort aus all diesen Welten. Und kehrt niemals zurück. Wie stellt sie das vor? Das ist unmöglich. Niemand erlaubt uns das. Wir werden einen Platz finden, an dem man unsere Liebe akzeptieren wird. Bis an solchen Ort, ich möchte dich nicht nochmal verletzt sehen. Wenn unsere Liebe kein Zuhause hat, lass uns auf der Suche zusammenleben. Und so bitte ich dich noch einmal, heirate mich. Wir werden glücklich sein. Du gibst nicht auf, oder? Vor all den hartnäckigen Männern. Die Panik, bitte gib mir eine Antwort. Ich liebe dich. Nimm mich mit in eine Welt, in der wir glücklich sein dürfen. Wir haben jetzt 5 reine Herzen. Eine beachtliche Sammlung. Was habe ich euch gesagt? Mit dem König des Bösen auf eurer Seite kann absolut nichts schief gehen. Ja, aber Clips hat uns bei diesen Herzen sehr geholfen. Wir sollten dankbar sein. Tippi, du scheinst verändert. Du wirkst etwas fröhlicher. Das ist schön. Findest du? Seitdem ich aus Fort Conra befreit habe, fühle ich mich wirklich gut. In Marios Nähe kann man so gut Energie auftanken. Oh, Mario! Oh, ihr seid zurück? Wie war es dieses Mal? Habt ihr im All ein reines Herz gefunden? Ja, wir haben das 5. reine Herz gefunden. Es... Tippi? Oh. Alles klar. Was? Tippi! Was ist passiert? Kommt sofort in mein Haus. Beeilt euch! Erst einmal sollten wir tief durchatmen, aber ich bin sehr beunruhigt. Tippi kann möglicherweise ihre Pixelgestalt nicht mehr lange aufrechterhalten.
Ihre Pixie-Gestalt? Was zum Gumba soll das jetzt wieder heißen? Dass sie ursprünglich kein Pixie war? Nun, ihr müsst wissen, dass Tippi nicht immer ein Pixel war. Man hat sie verflucht, auf ewig zwischen den Welten zu wandeln. Sie war sehr erschöpft. Laut der Fanfiction soll sie durch die Gegend gerannt sein, rumgeschrien haben. Ja, wirklich. So steht es in der Fanfiction. Zum Glück ist es nur eine Fanfiction. Sie war sehr schwach. Um sie zu retten, griff ich zu einer verzweifelten Maßnahme. Mit der Magie meiner Vorfahren verwandle ich sie in ein Pixel, in Tippi. Das ist kaum zu glauben. Woher kommt dann Tippi ursprünglich? Sie hat ihr Gedächtnis verloren, also weiß ich nicht, wer sie ist, woher sie kommt. Aber ich glaube, es war kein Zufall, dass sie hierher kam. Es ist Schicksal. Lass mich raten, es stand auch im weißen Prognostikon drinne, oder? Mein Gefühl täuscht mich da nur sehr selten. Die Leere ist weiter auch gewachsen. Zudem ist dieses Beben mittlerweile fast nur mal TT. Die Lage verschlimmert sich zusehends. Hat sich die Prophezeiung des dunklen Prognostikern als die richtige erwiesen? Nope. Ich werde über Tippi wachen. Macht euch auf die Suche nach der nächsten Herzsäule. Okay. Puh. Tja. Was da noch, was wir noch über Tippi erfahren werden? Tja, Leute. Das wird in den nächsten Part sehen. See you, Mother Nature.